Hey, da bin ich wieder. Nachdem ich irgendwie so übelst lange nichts mehr von mir abhören lassen, melde ich mich mal mit einem Let's Play wieder. Warum war ich weg? Ich war irgendwie ein bisschen nicht so gut drauf und dann habe ich erstmal 5 Wochen Urlaub in China und dann nochmal 5 Tage Urlaub in Thailand gemacht und jetzt bin ich wieder zurück und irgendwie ist hier kalt. Ist eigentlich auch schon 1 Monat her, dass ich wieder zurück bin oder 1,5 Monate mittlerweile schon. Aber irgendwie, naja, meine Stimmung war nicht so die beste, deswegen habe ich mich ein bisschen zurückgehalten. Naja, und jetzt spiele ich hier gerade mit meinem Mitbewohner ein Spiel. Das ist übrigens hier Runzelnase und ich bin Mr. Shifty. Und zwar spielen wir Bloodline Champions. Das hier ist so ein 3 gegen 3 Spiel in der Arena. Da gibt es verschiedene Karten. Hier haben wir Barkos Grab. Ist eigentlich eine ganz schicke Karte. Und ja, keine Ahnung, man meldet sich dann immer an zum Spielen. Was sind Obleute? Ja, okay. Dann, wenn alle Spieler da sind, kann man sich hier eine Bloodline aussuchen. Ein paar sind grau, die sind noch nicht freigeschaltet. Und ein paar sind so zum Testen immer mal wieder freigeschaltet. Und man kann sich selber welche freischalten durch Ingame-Währung oder wenn man irgendwelche. Oh, stress hier nicht rum, du Stresser. Wenn man sie sich durch Errungenschaften irgendwie freischaltet. Ich spiele meistens den Assassinen, der ist auch freigeschaltet. Der hier ist zum Beispiel nur vorübergehend verfügbar, steht da unten auf dem Fältchen. Gut, Assassine. Legen wir mal los. So, so. Ja, ist immer ganz witzig. Hier spielt man halt mit Leuten aus verschiedenen Ländern zusammen, deswegen schreiben wir meistens alle Englisch und dann kommt es zwischendurch immer mal wieder vor, dass man jemanden erwischt, der doch auch aus Deutschland kommt. Begrüße ich mal meine Mitspieler. Wohl. Irgend so ein Quark. Och nein, wir haben was verloren. Muss das denn sein? Warum sterben unsere Leute immer vor deren Leuten? Aber er hat die Dings getötet. Jetzt muss er nur noch den Baum kaputt machen. Ach so. Oh, so nice. Na, ich weiß ja nicht. Ja, lustigerweise schreibt Alex mir auch auf Englisch. Manchmal, meistens, wie auch immer. Und ich ihm auch, weil. Ja, ist halt hier einfach so. Ja, warum ich da gerade rumgestanden habe, also es gibt verschiedene Funktionen. Mario, so let me die there. Das ist,
einfach so lie there, bla bla. Was haben wir denn da noch? Ja, wir müssen ihm noch gratulieren zu dem guten Job, den er gemacht hat. Ach, diese dämlichen Wurzeln hier. Ja, der Antonin müsste sich das natürlich mal wiederholen. Scheiße, du. Ich hasse dich. Ich muss noch F drücken, F drücken, F drücken, okay. Das ist nicht, dass ich getroffen hätte, aber manchmal bin ich das nicht dran. Das ist nicht so gut. Juhu. Ich muss springen. Ich muss dringend springen. Ja, das Spiel ist also total stressig und natürlich, wie immer, wenn ich irgendein Spiel spiele, Moment mal, ich war gar nicht der Schlechteste. Wie zum Teufel hat Alex das gemacht? Oh Gott, Räusper, Räusper. Ich muss durch den Tier raus. Ich heil mich erstmal selber, wir haben sowieso einen. Fick nochmal. Das Tolle ist, weil das Spiel so schnell ist, gibt es natürlich super viele Gelegenheiten, bei irgendwas Scheiße zu bauen und dann übelst rumzufluchen. Deswegen bin ich hier gerade mal total aggressiv drauf die ganze Zeit. Aber es macht Spaß, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt so rüberkommt. Ach, dieser dämliche Weihnachtsbaum. Apropos Weihnachtsbaum, man kann sich für die einzelnen Bloodlines kann man sich auch noch verschiedene Aufziehen oder Waffen freischalten. Die bringen nichts, die sehen nur cool aus. Und hier der Thorn, das ist so ein Naturzauberer, der hat beispielsweise so einen Platzbaum. Ich muss unbedingt springen, springen, springen. Okay, ich hab's trotzdem verbaut, aber wenigstens habe ich ihn länger beschäftigt, sodass sie diesen so ein bisschen erreichen. Aber irgendwie bringt es auch nichts, weil er sich böse heilt. Hat er ihn erschlagen? Sehr gut. Wurde er erschlagen, aber jetzt ist wieder Baum gegen Assassine. Okay, der Baum zackt aber gerade richtig gut. Gerade nicht. Ja, wir haben es tatsächlich geschafft. Unglaublich, obwohl ich natürlich nur wieder schlecht war, aber das kennen wir ja nicht anders. Anzeigetafel und ich bin, oh, naja, dritter von unten. Damit. Ne, ich breche die Aufnahme mal ab, weil wir zur nächsten Karte kommen.